Soll ich in die Richtung schon mal fahren? Ja, du hast die Karte eh aus, ne? Kann ja irgendwo warten. Fahre ich noch eben an eine Bushaltestelle ran. Ich bin nur mit dem Land. Moin zu einer neuen Folge Lohnunternehmen Felsbrunn. Ja, wir sind ja aus unserem Amerika-Urlaub zurückgekehrt und heute fangen wir auch schon um 7 an. Wir müssen ein bisschen was sehen. Und ja, ich habe mal meinen schönen alten Oldtimer, den Lanz, aus der Garage rausgeholt, weil ich bin auch in der Garage gerade ein bisschen am Renovieren und ausmisten und so, alles ein bisschen wieder schick machen. Und da ja auch bald der Oldtimer-Markt stattfindet, habe ich gedacht, kann ich den Lanz auch einfach schon mal mit in eine Firma nehmen. Ich springe mal eben rein. Ja. Gucken, weil der ist ja jetzt auch nicht so schnell. Ich bin auch schon lange nicht mehr mitgefahren. Der braucht ja ein bisschen, bis er läuft. Und jetzt können wir los. Der stand lange in der Garage rum. Meistens mache ich den ja nur für den Oldtimer-Markt schick. Und jetzt habe ich ihn auch wieder so ein bisschen nachgepinselt und so. Dass er wieder schick aussieht. Und hier auf der Strecke, wo ich ja gerade unterwegs bin, findet ja dann auch bald wieder der alljährliche Oldtimer-Markt hier in Felsbrunn statt. Ja, was heute ansteht, hatte ich ja bereits schon gesagt. Wir sehen und wir haben uns auch Sämaschinen jetzt also angeschafft. Die hatten wir ja vorher nicht gehabt. Aber brauchten wir jetzt nun mal, weil es natürlich auch Bauern, die was von uns gesät haben wollen. Und in Amerika waren mein Mitarbeiter und ich ja auch so fasziniert von dem Glasmähdrescher. Nein, keine Sorge, wir haben uns den jetzt nicht zugelegt und die guten neuen John Deeres verkauft. Aber wir haben mal beim Händler nachgefragt, ob auch die Schneidwerkzeuge... Der Mähdrescher war von Case, nicht von Glas, du Heini. Oh, hatte ich... Du hast Glas gesagt. Och, Mann. Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. Das war sonst schon gut. In der Aufnahme kannst du es da... Ich hab's jetzt nochmal umgestellt. So, ich sag mal irgendwas. 1, 2, 3, moin! Ja, moin, hier ist auch der Matze. Lachs hier macht. Weiß der Bescheid. Moin hier zu einer neuen Folge Lohnunternehmen Fels... Moin hier zu einer neuen... Okay, nochmal. Hast du den 7 an Start mit dem E-Werke? Ja. Ja, muss ich gleich noch ankuppeln, ne? Da muss die Fahrt dann ein bisschen reinkürzen. Ja. Alter, muss ich da ganz zu Feld 3 fahren? Ich werd bekloppt. Moin hier zu einer neuen Folge Lohnunternehmen Fels... Sitzheizung an. Ja, einen Flug haben wir hier jetzt hinter uns und sind auch jetzt schon in Amerika. Wir haben hier uns beim Flughafen so ein Pickup geliehen. Mein Mitarbeiter ist auch da. Und wie war der Flug für dich? Auf lautlos machen, nicht, dass irgendeiner anruft oder eine Nachricht schreibt. Nein, lautlos. Ganz wichtig. Wir sind auf Sendung. Warte, ich muss noch mal eben mein anderes Telefon noch einmal ausmachen. Oh. Ja, besser ist, oder? Kann man sagen, irgendwo lautlos machen? Dann mache ich es auch noch eben aus. Ich mach's ganz. Ich brauche jetzt gerade anrufen. Können wir starten? Ja, Moment. Wir haben schon wieder 5. So, da sind wir wieder mit einem 3. Moin hier zu einer neuen Folge Lohnunternehmen Felsbrunn. Ja, mein Mitarbeiter und ich sitzen gerade mal wieder im Auto. Wir sind nämlich wieder mal unterwegs zum Händler hin.
Heute ist unser letzter Tag hier in Amerika. Wir waren jetzt schon einige Tage da, haben ordentlich was gesehen. Und heute am letzten Tag dürfen wir nochmal schön die großen amerikanischen Maschinen testen auf einem Testfeld. Und wir sind mit dem Meter da. Nee. Hat gerauscht. Gerade richtige Kanne. Oh. Wo soll ich einen Trecker denn verstecken? Hey, muss ich jetzt noch nicht? Also, wieso nicht? Ja, ich verstecke den jetzt. Dann walze ich schon mal grob vor. Kann ich den nicht verstecken? Ich fange jetzt an. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder beim Feld. Und ich... Scheiße, jetzt hat ein Hund gebellt. Ich mach mal eben mein Fenster zu. Sind hier mit unserem neuen Pöttinger Ladewagen unterwegs. Die haben wir gestern abgeholt hier beim Händler. Schöne Schmuckstücke. Und jetzt müssen wir hier, haben wir ja letztes Mal hier Ballen gepresst. Stopp! Was ist denn? Ich verstehe dich nicht. Das ist ganz abgehackt und bröckelig. So, moin hier zu einem neuen Video hier beim Projekt Lohnunternehmen Felsbrunn. Ja, ich komme gerade noch mal eben vom Büro, gerade mal ein bisschen Büroarbeit gemacht und jetzt geht's weiter hier. Und zwar müssen wir heute Schwaden und Heuballen pressen beim Haltstopp. Wir haben ja noch gar nicht gewendet. Packe ich hier noch mal eben meine Seite. Kannst du mal eben rausspringen? Ja, läuft soweit, ne? Ja, ist fertig, oder was? Ja, ich bin fertig. Was meinst du, wie lange brauchst du noch? Ich brauche eine Weile. Ja, so noch ein bisschen. Was ist mit der Krebsvorsorge? Ja, hatte ich dir noch nicht erzählt. Hier, nee. Da gibt's so eine neue, hier, ja, so eine Prävention dafür, die Krebsvorsorge. Mit hier rosaner, blauer und gelber Ballenfolie, irgendwie hat das damit zu tun. Ich habe mich da nur, habe ich so ein bisschen drüber gelesen und dann hatte ich das beim Händler bestellt. Wo hast du das gelesen? Ja, in der Zeitung, ne? In welche Zeitung? So. Ja, in unserem Boten. Hast du das echt irgendwo gelesen oder was? Papa, ich nehme noch auf. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Ich war da noch am Aufnehmen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, du warst fertig. Nee, du hast die Ballenpresse aus. So, jetzt fahr hier noch mal eben hin. Ich hab doch gesagt, ich spring noch mal eben zum Mitarbeiter rüber. Hier, du hast jetzt sowieso aus, dann kannst du noch mal hinfahren. Oh, Kind. Ja, mach ich doch. Hab ich nicht mal gemerkt. Wie sieht sie denn aus? Scheiße. Ja, das wirklich, ich hatte das wirklich gelesen irgendwo. Und dann da habe ich gedacht, kann man das ja auch eben mit reinnehmen. Ach so, Aufnahme läuft ja noch.